Nächster Redner ist der Kollege Dr. Fabian Mehring, Freie Wähler Fraktion, bitte. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sozialdemokratie beglückt das Hohe Haus heute gewissermaßen mit einer Art Zufriedenheitstest da zugunsten der hervorragenden politischen Arbeit unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU. Anders kann ich es nicht interpretieren, wenn aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion das Wichtigste, was es diese Woche politisch in Bayern zu bewegen gilt, was also per Dringlichkeitsantrag beantragt werden muss, ist, dass der Landtag nochmal seine Absichtserklärung zu einer seit Wochen geführten Geschäftsordnungsdebatte abzugeben ist. Ganz ehrlich, wir sind es zwischenzeitlich ja ein Stück weit gewohnt seit dem Wechsel an der Spitze der SPD-Landtagsfraktion, dass wir von Ihnen, von euch gelegentlich auch mit etwas skurrileren Anträgen konfrontiert werden. Aber heute erreicht die von Brunn-Fraktion geradezu kabarettistisches Niveau und deshalb auch nur sachlich ganz knapp drei Hinweise. Es geht Ihnen darum, das Videostreaming, den Livestream zu befördern. Wenn Sie das tun wollen, dann können Sie dazu nicht Absichtserklärungen in Dringlichkeitsanträgen abgeben, sondern da müssen Sie einen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung stellen, also handwerklich, politisch, inhaltlich schlicht eine Themaverfehlung. Zweitens, die entsprechende Debatte, aus der dieser Geschäftsordnungsantrag interfraktionell abgestimmt hervorgegangen ist, die ist bereits geführt worden. Wir haben darüber die parlamentarischen Geschäftsführer aller demokratischen Fraktionen bereits vor 14 Tagen informiert. Wir haben es den Medien vorgestellt. Wir haben uns gestern im Ältestenrat sogar ohne Aussprache darauf verständigt, das am 31. entsprechend zu beschließen. Demzufolge trinken Sie vielleicht gelegentlich einmal eine Tasse Kaffee mit Ihrer parlamentarischen Geschäftsführerin, der von mir sehr geschätzten Kollegin Strohmeier. Die ist gar nicht so schlimm, wie Sie offenkundig meinen. Dann wären Sie auf Sachstand dessen, was wir bereits miteinander auf den Weg gebracht haben. Und drittens und letztens, auch das kann ich Ihnen an der Stelle nicht ersparen, auch noch der Rekurs auf den letzten Satz Ihres Antragstextes, weil da weiß man wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll. Sie fordern den Landtag ernst dazu auf, die Staatsregierung damit zu beauftragen, dafür zu werben, dass der Landtag ein Streaming macht. Jenseits des Verständnisses von Gewaltenteilung, das da durchscheint, erzeugt es schon sehr schräge Bilder in meinem Kopf. Ich stelle mir also schon den Ministerpräsidenten vor, wie Markus Söder mit so einem überlebensgroßen Pappaufsteller von Florian von Brunn am Stachu steht und den Menschen sagt, dass ihnen die große Gnade zuteil wird, dass sie übers Internet zuhören können, was Herr von Brunn im Bayerischen Landtag zu sagen hat. Ganz im Ernst, Humor haben Sie schon, aber bei diesem Antrag heute, da müssen Sie wirklich froh sein, wenn möglichst wenige Leute im Livestream zugeschaut haben. Ich ziehe einen Strich drunter und ziehe das Fazit. Ich erkenne gerne an, dass der Kollege Misthol, dass der Kollege Fischbach, dass Grüne und FDP das Thema Videostreaming sehr getrieben haben. Ich meine, ich habe nicht ganz erfolglos moderiert. Ich sage Hut ab vor den Kolleginnen und Kollegen der CSU, deren sehr klugen Vorschlag jetzt auch mit einer Mehrheit versehen haben. Die einzigen, die aber wirklich wenig bis rein gar nichts dazu beigetragen haben, das waren die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie. Und jetzt zu versuchen, dieses gute Ergebnis über so einen absurden Antrag zu kapern, das können wir nun wirklich nicht mitgehen. Über den Antrag der FDP, Martin, können wir reden. Da braucht es ein Konzept, das können wir ganz sicher nicht per DA beschließen. Aber da in den Dialog zu treten, ist sinnvoll. Den Wunsch der AfD, die Bildrechte abzutreten, damit sie mit Landtagsdebatten ihr AfD-Channel im Internet spielen können, das werden wir natürlich nicht tun. Deshalb bitte ich Sie um Verständnis, dass wir ablehnen und sage herzlichen Dank, dass ich Ihnen erklären durfte, warum. Danke. Wir haben noch eine Zwischenbemerkung, Frau Kollegin Roth-Waldmann, bitte. Ja, Herr Kollege, ich hätte es schon sehr begrüßt, wenn Sie sich wirklich ernsthaft mit dem Thema befasst hätten und das jetzt hier nicht zu so einem Auftritt genutzt hätten. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht, es fehlt ein Wörtchen in dem zweiten Satz des Petitums, nämlich ein Auch. Wir wollen, dass sowohl der Landtag als auch die Staatsregierung auf die Menschen zugeht und das auch aktiv bewirbt, dass man hier zuhören und teilnehmen kann. Das ist vielleicht der einzige handwerkliche Fehler, so dramatisch wird er nicht sein. Gleichwohl haben Sie aber jetzt auch wieder keinen einzigen Grund genannt, keinen vernünftigen Grund nennen können, warum das bewährte Übertragen im Internet der Sitzungen der Ausschüsse so nicht fortgeführt werden kann. Vielleicht können Sie uns da ja noch erhellen.
Bitte schön, Frau Kollegin Waldmann, vielen Dank für die Frage. Wir halten fest, Sie wünschen sich nicht nur, dass der Ministerpräsident dafür wirbt, dass man Florian von Brunn im Landtag zuschauen kann, sondern Sie wünschen sich, dass auch der Ministerpräsident dafür wirbt. Aber ganz im Ernst gesprochen, Sie dürfen davon ausgehen, dass sich wenige in diesem Hohen Haus intensiver mit der Thematik des Videostreamings befasst haben im Zeitverlauf der letzten Wochen und Monate. Rückvergewissern Sie sich gerne bei Ihrer eigenen parlamentarischen Geschäftsführerin, als ich, als meine Fraktion, als alle Kolleginnen und Kollegen PGFs. Und die Good News an der Stelle ist, dass wir ja auch einen Konsens gefunden haben, dass wir zwischenzeitlich natürlich eine Situation haben, in dem die einen sich mehr wünschen, die anderen sich weniger wünschen, aber wir saßen schon vor 14 Tagen zusammen auf Ebene der parlamentarischen Geschäftsführer und haben uns wechselseitig zugesagt, so können wir es jetzt machen, jetzt haben wir einen klugen Vorschlag. Deshalb, liebe Kollegin Waldmann, wenn irgendeiner da jetzt am Thema vorbei ist und schlichtweg keine Ahnung des Hergangs der Debatten der letzten Wochen hat und billigen Klamauk zu machen versucht hier im Parlament, dann ist es an der Stelle die SPD-Fraktion. Aus der Verantwortung kann ich Sie nicht rauslassen. Wir haben eine gute Lösung gefunden und die Einzigen, die es nicht verstanden haben, sind offenkundig Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist diese Beratung geschlossen und ich komme nun zur Abstimmung und wir trennen die Anträge wiederum. Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 18-22776 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Bündnis 90 Die Grünen, SPD-Fraktion.